Schlechtwetterprognose, Depression. Wie habe ich das geschrieben? Also zum einen sozialkritisch. Ja, im Endeffekt habe ich richtig ausgekotzt, was ich gesehen habe, was ich für nicht mehr richtig finde, in welche Entwicklung die ganze Gesellschaft geht, was da passiert. Ich konnte es fast nicht mehr verkraften selber. Darum habe ich es sozialkritisch hervorgehoben. Was aber auch oft in der Recherche also ein Querschnitt war von dem, warum viele depressiv waren. Sie haben sich ja viele Gedanken gemacht. Sie sind ja auch gefangen in so einem Gedankenkarussell. Und oft kamen die gleichen und gleichen Themen hervor. Also dieses typische, ich sage jetzt mal, dieser typische Gedankenmüll fast, kann man sagen. Aber so weit weg von der Realität war es nicht. Es ist, als würde man gebissen sein von einer Schlange. Also das heißt, es gibt ja immer beides. Das Gute und das Böse, unter Anführungszeichen. Oder das Positive und das Negative. Aber irgendwie hat sich alles nur noch eingespielt auf diese eine Sicht. Man blendet das andere völlig aus und man sieht nur noch das eine. Und dann schwappt es über und zieht natürlich dann auch laut diesen Gesetzen der Anziehung auch natürlich nur noch das an. Und das ganz Traurige ist, es ist wie Dreck. Es fängt an, einen wirklich färbeln. Ich sage immer färbeln, weil es ist wie mit einem Glas Wasser. Wenn da viel Dreck reinkommt, es ist irgendwann mal dreckig. Es kann aber nur noch durch dieses reine Wasser dann gereinigt werden. Also man muss sich das so vorstellen, dass auch ich, wenn ich herumgeschaut habe, ja, ich war total erschüttert. Erschüttert von den Menschen, von diesen Bösartigkeiten, die sie einander antun. Oder auch erschüttert über, was da auf dieser Welt passiert ist. Kann man ja mit Herz und Verstand nicht mehr vereinen. Und ein bisschen habe ich ganz bestimmt auch das da zu Papier gebracht. Weit, weit einer Zeit voraus, weil ich habe das geschrieben 2012 bis 2014, 15. Herausgekommen ist es dann 2018. So, und jetzt lese ich euch natürlich auch gern vor darin, daraus. Möchte euch aber noch sagen, dass ich Künstlerin bin und zwar mit Leib und Seele. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, es in Lyrik zu schreiben, weil ich auch es eine schöne Form der Sprache finde, es auszudrücken. Und das Zweite ist, ich habe mir vorgenommen, darum habe ich es auch Schlechtwetterprognose genannt, einen Ausdruck für Wetterstimmung in so einen Absatz zu bringen. Und wie sieht denn sowas aus? Vergesst, der Hintergrund ist immer noch der, dass ich den Tagesablauf eines von Depression betroffenen Menschen erzähle. Und ich habe einen Querschnitt genommen, ja, einen Querschnitt. Also, auf geht's. Nächstes Video.